Seit nunmehr 117 Jahren durchquert die Stadtbahn die Berliner Innenstadt in West-Ost-Richtung und umgekehrt. Dampfzüge in den Gründerjahren, singende S-Bahn-Züge ab den späten 20er Jahren, Interzonenzüge im Nachkriegs-Berlin und schließlich die Renaissance nach der Wende. Heute rollen der ICE, moderne Doppelstock-Wendezüge und nagelneue S-Bahnen über das alte Bauwerk. 731 gemauerte Viadukte gibt es auf der ca. 12 Kilometer langen Stadtbahn zwischen Charlottenburg und dem heutigen Ostbahnhof. Zwischen 595 und 608 liegt der Bahnhof Saviniplatz, der nach dem Mauerbau zu einer reichsbahntypischen Schmuddelinsel verkam. Erst die nahende Stadtfeier 750 Jahre Berlin, die S-Bahn fuhr inzwischen in Westregie, bescherte ihm bis 1989 eine Sanierung. Heute flaniert man wieder am Savignyplatz, so nennt ihn der Berliner. Im Minutentakt rumpeln heute die Züge über die Viaduktbahn. Manchmal sind es nur wenige Meter bis zu den angrenzenden Hauswänden. Wer möchte hier wohnen? Bekannte, oft berühmte Namen tragen die Bahnhöfe an der Stadtbahn. Früher der Schlesische, auch der Lehrter, schließlich Friedrichstraße und Zoo. In der Berliner Eisenbahngeschichte spielen sie fast alle eine Paraderolle. Doch die S-Bahn spielt die Hauptrolle. Sie fährt immer, alle paar Minuten. Am Bahnhof Zoo sogar in einer eigenen Halle. Von 1952 bis 1976 war der Bahnhof Zoo die einzige Fernbahnstation in West-Berlin. Unverzichtbar, aber ungeliebt. Schmutz und Schmuddel brachte die Interzonenzugzeit. DDR-Propaganda statt Fahrgastservice. Penner und Junkies statt Bahnpersonal. Eine schäbige Visitenkarte der Reichsbahn. Heute rollt in der renovierten Bahnhofshalle der ICE. In alle Richtungen fahren heute Regional- und Fernzüge über den Bahnhof Zoo. Das kaum durchsichtige grüne Drahtglas ist durch helle Fensterflächen ersetzt und die Stichworte Transit, Christiane F. und Pennerbehausung sind verblasst. Hell und freundlich ist jetzt die Empfangshalle. Die Zugzielanzeige verkündet leider oft die eine oder andere Verspätung. Goldelse und Telespargel, das sind die Aussichten am Bahnhof Tiergarten. Mit der Speerschen Ost-West-Achse, heute Straße des 17. Juni, erhielt er 1936 seine heutige Lage. Vorbei am Bahnhof Bellevue rollen heute moderne Doppelstockwendezüge Görlitzer Produktion. Längst vergessen sind die grünen, eckigen und unbequemen Doppeldecker aus vergangenen DDR-Zeiten. Hinter uns liegt der Bahnhof Friedrichstraße. Wie eh und je streift die Stadtbahn am Bode-Museum die Museumsinsel. Fotowetter taucht die ehrwürdigen Bauten ins rechte Licht. Als Bahnhof Börse ging er in Betrieb. Den Namen Marx-Engels-Platz brachten die Kommunisten. Vorbildlich renoviert präsentiert er sich seit 1996 mit dem Namen Hackescher Markt.
Im Zentrum des alten Berlin liegt der Bahnhof Alexanderplatz. Die große Rundbogenhalle überspannt zwei Mittelbahnsteige für den Fern- und S-Bahnverkehr. Seit der Sanierung machen zahlreiche Läden in den Geschossen unter den Gleisen aus dem Umsteigeknoten ein Kommerzzentrum.